Hallo meine lieben Freunde und seid herzlich willkommen zu einem, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Commentary, weil ihr seht im Hintergrund heute ein kleines Gameplay und zwar auf der Map Aura. Er spielt auf dem Revinside.tv Server, 24er SG, ganz normal, nichts Besonderes. Aber wie ihr im Thumbnail schon gesehen habt, geht es heute um ein ganz bestimmtes Thema, denn es geht um ein neues Projekt. Und zwar, ich würde gerne ein neues Projekt starten, im Sinne von Minecraft, also nicht, es muss nicht Minecraft Vanilla sein, kann aber, sondern es kann auch irgendein Technik-Modpack sein, sei es aus dem Feed the Beast Modpack, beziehungsweise aus dem Feed the Beast Launcher, oder sei es aus dem Technik-Launcher, oder wie gesagt, sei es Vanilla, es ist völlig egal. Ihr könnt mir auf jeden Fall dann mal jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr in Zukunft gerne sehen möchtet, sei es ein komplettes Let's Play oder ein kleiner Zusammenschnitt, wo ich ein bisschen was erkläre oder so, denn ich bin jetzt, sage ich mal, nicht der komplette Technik-Noob, ich kenne mich schon, würde ich sagen, ziemlich gut auch in Richtung Technik-Modpacks und so weiter aus, also das könnt ihr jetzt auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, denn wie gesagt, ich würde gerne mal wieder so ein bisschen ein kleines Minecraft-Projekt machen. Es kann wirklich alles sein. Es kann auch eine Adventure-Map sein. Es kann Skyblock sein. Es ist wirklich völlig egal. Was ihr gerne sehen würdet, jetzt in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, schaut euch nochmal das Gameplay zu Ende an. Und wenn ihr irgendwas findet, was in den Kommentaren euch auch gut gefällt, einfach mal den Like-Button drücken. Und jetzt seht ihr gleich noch im Gameplay, wie ich nach einem Kampf abgestaubt werde. Ich hatte auch ziemlich Glück in den Kisten, muss ich sagen. Und naja, das am Ende sah auch nicht ganz legitim aus, von wegen, ob das jetzt gehackt war. Ich möchte natürlich nichts unterstellen, aber naja. Also wie gesagt, Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Haut rein, ciao!